Passt ja nicht. Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Heute hier bei uns zu sein. Letzte Woche haben wir ja gezweifelt, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir hier weitermachen. Und dann hat er ehrlich gesagt, Manuel, wir müssen weitermachen. Es haben sich zigtausende gemeldet über YouTube. Wir haben die ganzen Kommentare. Bei uns sind ja immer ca. 4.000-5.000 Kommentare unter den Videos. Die muss ich ja immer weglöschen. Sonst werden die anderen YouTuber ja neidisch, wenn sie sehen, was wir für einen Zuspruch haben. Stimmt das ehrlich? Ja. Wenn wir auf der Straße spazieren gehen, Autogrammkarten, Fotos wollen alle mit uns. Also in letzter Zeit, der Erich setzt sich immer so eine Perücke auf, damit man ihn nicht erkennt, weil er kann nirgends mehr hingehen. Jetzt geht er zum Billa, da kaufen ihm alle Leute Leberkässemmeln als Geschenk und der Erich hat wirklich schon 25 Decker zugenommen, weil er eben von diesen ganzen vielen YouTube-Zuschauern so viel Nahrungsmittel bekommt und daher ist es ja logisch, dass wir weitermachen. Und heute geht es um Rigipsdübeln. Stimmt das, Erich? Ja. Wir müssen hier auf dieser Baustelle, wo sind wir, Erich? In einer Fremdenverkehrsgemeinde im Seewinkel. Sehr schön gesagt. Und hier gehen wir mit so Rigipsdübeln. Diese Rigipswände wurden vor 30 Jahren aufgestellt. Hier ist nicht die Unterkonstruktion, wie sie sein sollte. Ja. Ich schätze, es ist alle 90 cm in Scheer, also gefüllt. Und jetzt hängen wir hier so kleine Kisten an die Wand, da kommt Verzierung hinein, ein Kerzenständer, Kerze eher ungünstig, wenn hier eine Kerze steht, dann brennt das ab, aber eine kalte Kerze oder eine Kerze mit Akku oder vielleicht kommt hier ein Foto hinein, ich weiß es ja nicht genau. Jetzt habe ich dieses Kästchen an die Wand gehalten, haben sie in die Waage gehalten, der Erich hat hier habe ich mir schon durchgebohrt drinnen, damit man das sieht. Und hier mit der Oberfräse haben wir diese Rückband hineingelassen und jetzt haben wir das markiert. Und jetzt schaue ich aber, ob hinten irgendwelche Unterkonstruktion ist oder irgendein Holz oder ähnliches, denn sonst brauche ich ja, da hinten ist was. Ja, komisch. Das heißt, hier können wir anschrauben ohne Rigipsdübel. Aber du könntest es schon. Sehen, ja. Weißt du was? Wir schrauben das jetzt an, ehrlich. Und dann beim nächsten hoffen wir, dass keine Unterkonstruktion ist. Ja, aber du könntest aber die Dübel trotzdem vorstellen. Aber wenn wir ihn jetzt nicht brauchen. Hier, das sind Rigipsdübel. Fischer hat jetzt auch so Duo, irgendwie heißen die. Die haben mehrere verschiedene Kunststoffe drinnen, die verknoten sich auch. Warte, ruhig halten. Ja. Aha. Mir ist alles aus der Hand gefallen, Erich. Auf jeden Fall. Manuel Scherz, Erich. Ich habe gedacht, du fängst schon an mit Parkinson. Auf jeden Fall. Die sind hier ganz super. Die haben einen Spitz dabei. Dann gibt es noch welche, wo man einen Stift durchstecken muss, damit man ansetzen kann, aber hier ist der Stift integriert. Und wie gesagt, mit diesen modernen, neuen Fischer-Dübeln, hier steht sogar der Name, Duo. 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 Ich glaube, wir haben irgendwo eine Schachtel auch noch gehabt. Ja, wir. Auf jeden Fall, mit denen geht das auch, hält gleichwertig eigentlich. Vielleicht, dass diese vielleicht um eine Spur besser halten, ich weiß es nicht. Aber du könntest trotzdem einen reindrehen, oder? Ja, wenn hinten Holz ist, dann bringe ich ihn nicht hinein. Wir müssen das jetzt aufhängen, so, und dann beim nächsten hoffen wir, dass nichts dahinter ist. Ich werde das Handy wieder hier herstellen, Erich, damit wir arbeiten können. Okay. Ich weiß nicht, ob die YouTube-Gemeinde was sehen kann. Hallo, wir sind hier. Am Donnerstag hat es jetzt schon ein paar Mal kein Video gegeben. Die Nadja ist auch im Überleben, ob das Sinn hat, weiterzumachen. Jetzt macht sie einfach nichts mehr. Die Nadja ist draufgekommen, wenn sie keine Videos schneidet, hat sie viel mehr Freizeit. Keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Schauen wir, dass wir die Löcher erwischen, dann passt die Abstand alles. Der Erich setzt jetzt die Schraube an, wir ziehen in das Loch hinein. Hält das, oder? Ja.
Das hält. Ja, und hier machen wir dasselbe. Warte, noch nicht. Passt ganz genau, ehrlich. Hier hält es auch. Ja. Okay, also hier ist Holz. Also wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass beim letzten Relips ist, sonst ist das Video eigentlich, ich weiß nicht, wie das Video dann heißt. Es hätte ja heißen sollen, Vorstellung der Relips-Dübeln. So, jetzt messe ich hier wieder 6,7 und hier auch 6,7 runter. So. Vielleicht war ich beim letzten auch schon sowas dahinter, weil die Videos so komisch reingegangen sind, ehrlich. Nehmen. Und hier beim anderen Loch muss ich aber durchbohren, ehrlich, oder? Hier wissen wir nicht, ob was dahinter ist. Hier ist nichts dahinter. Hier Glück gehabt. Ja. Glück gehabt. Welcher Bit da wirklich passt, das wissen wir nicht. Vielleicht weiß das wer. Naja, normal, es passt schon. Der große, haben wir einen großen hier, ja. Habe ich auch schon probiert. Der ganz große. Na, ich will einen ganz großen Bit suchen. Hast du mit dem schon probiert? Ja, da will ich jetzt genau aufsetzen. Schneller, Jim. Bisschen schneller. Bisschen, ah, nicht viel, oder? Na, bisschen. Ein bisschen nur. Erich, ein bisschen schneller. Nicht so schnell, Erich. Du weißt ganz genau, setz die Brille auf, Erich. Ja, das siehst du wieder nichts. Ja, genau. Das war's. Und hier ist jetzt perfekt die. Und Schrauben kann man hier nur hineingeben. Die Schraube, Erich, kurz, ich will das nur herzeigen, dass man weiß, also, die Schraube, was man dann hineindreht, darf nicht länger sein. Außer es würde dieser Kopf abspringen, glaube ich nicht, oder? Wenn man längere Schrauben nimmt. Nein, wir nehmen immer Schrauben, die dann bis hierher gehen, circa, damit hier nichts sein kann. Okay, dann setzen wir an. Ah, doch nicht so. So. So da. Noch wichtig zu sagen ist, Erich, dass wenn man die Schraube anzieht, man darf nicht zu stark anziehen, sonst dreht man die mit. Ah ja, genau. Also hinten, wenn man ansteht, immer steht man dann hinten an. Denn wenn man dann dreht, würde sich der Dübel weiter drehen und dann würde der Dübel locker sich reißen. Gut. Ja, hängen wir das Kästchen an. Das war's, glaube ich, auch. Nein, ich stelle die Kamera wieder hin. Ach so, okay. Oder machen wir eine Verabschiedung, Erich? Ja. Erich, willst du dich verabschieden? Nein, wir verabschieden uns noch nicht. Ja, doch, ich denke schon. Nein, nein, nein. Was jetzt? Verabschieden. Okay, dann verabschieden. Zuerst einmal gemeinsam. Ja. Wir sagen Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und es kommen natürlich wieder Projekte, richtige Projekte. Die sind sogar schon gefilmt. Ein Projekt, wo ich eine alte Tür restauriere für zu Hause. Aber es ist keine Zeit zum Schneiden. Der Erich hat keine Zeit, ich habe keine Zeit. Der kann das gar nicht. Diese Videos sind relativ unkompliziert. Das machen wir mit dem Handy nebenbei. Aber die Donnerstagsvideos sind sehr schwer zu stemmen, weil wir auch schon in einem Alter sind, wo das nicht mehr so geht. In der Früh Kreuzschmerzen, Meniskusschmerzen, Kopfschmerzen, die Augen brennen, Zahnschmerzen, Herzrasen, Blut, Hochdruck, Blut, ich denke, wir sollten uns verabschieden. Irgendwas habe ich noch sagen wollen, ehrlich. Ich weiß nicht. Tschüss. Danke, und ich gehe jetzt hin und drehe ab und wir sehen uns wieder nächste Woche. Vielleicht kommt ein Donnerstagsvideo. Tschüss, Baba, ich habe irgendwas sagen wollen, ehrlich. Nein, ich glaube, du hast genug gesagt. Okay, tschüss.